Hallo? Ja, hier ist Hesselbach. Ist dort die Klinik? Ja, ist mein Bub jetzt da? Ich habe schon ein paar Mal angerufen. Ach, Sie kennen mich schon, ja. Ja, 43 Mal, ja, das war ich, das kann sein, ja. Ja, Fräulein, sagen Sie mal, warum dauert's denn so lang? Haben Sie gar Arbeitskräfte oder was? Na, also, das nächste Mal gehen wir woanders dahin. Was heißt, warten Sie, bis wir anrufen? Sie rufen ja nicht an. Naja, also, hoffentlich kommt der Bub jetzt bald. Also dann bis gleich, gell? Schlampwirtschaft. Eben ist der Bub da. Hesselbach? Ach, bloß du, Schorsch. Ja, nein, der Bub ist immer noch nicht da. Na, ach du, ich bin ganz krank. Also die Klinik, die du mir da empfohlen hast, die scheint ja gar nichts zu sein. Das ist ja ein langsames Arbeiten bei denen. Nein, du, mir geht's gar nicht gut. Ich habe so Schwindelgefühle im Knie. Ich habe nie gedacht, dass eine werdende Vaterschaft mit solchen Schmerzen verbunden wäre. Nein. Ja, meine Frau, der tue ich auch so leid. Ja, die ist fast nicht in die Klinik gegangen, weil sie mich in dem Zustand nicht allein lassen wollte. Man steht mich am liebsten ins Bett legen, du. Du hast gut Sachen, nur mit der Ruhe. Du hast sieben Kinder, du hast deine Ruhe. Bei dir ist das Routine, aber bei uns. Das erste Mal ist eben immer am schwersten für den Vater, ne? Komm, du, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt die Klinik wieder anrufen. Also, Wiedersehen. Besetzt, das habe ich gern. Gleich wieder besetzt. Was die alte telefonieren haben. Unser eins kriegt Kinder, die sind besetzt. Die zieht das künstlich in den Lenk, damit es teurer wird. Schon wieder besetzt. Ich halte das nicht durch. Meine arme Frau kommt heim, findet tote Mann. Jetzt bimmelt's, aber es kommt nicht. Muss doch sich mal melden. Das ist jetzt wieder besetzt. Also. Naja, weil man bloß Katzenpatient ist. Vielleicht ist der Bub längst da und wartet also auf seinen Vater. Jetzt nochmal. Hallo? Fräulein, ja, hier ist... Ach, Sie kennen mich schon, ja. Ja, Fräulein, ist der Bub jetzt da? Ja, gucken Sie doch erst einmal nach. Vielleicht haben wir ihn längst und Sie lassen mich also jetzt haben. Was heißt nicht so oft anrufen, Fräulein? Haben Sie überhaupt kein soziales Empfinden, nur weil Sie in Ihrem gesunden Büroschlaf nicht gestört werden wollen, das soll ich als Wort glimpzig an meine Nerven machen? Frech? Erlauben Sie mal, Fräulein, ich werde nicht frech, Fräulein, ich werde Vater. Also mal ein bisschen mehr Respekt vor uns einem, nicht wahr? Wir tun ja schließlich was für die Allgemeinheit. Erlauben Sie mal, Fräulein, wer gibt Ihnen dann Lohn und Brot in dieser Klinik, nicht wahr? Wenn wir nicht wären, da wären Sie ja arbeitslos. Och, kommen Sie, haben Sie überhaupt schon mal Kinder gekriegt, Fräulein? Nicht, da können Sie ja gar nicht mitreden. Wiedersehen. Meine Frau hat's gut. Die ist wenigstens dabei. Was lassen wir den Bub bloß wehren? Studieren. Ja, studieren, das ist nichts. Muss er so viele Prüfungen machen. Und der Bub seinem Vater nachschlägt, da fällt er durch alle Prüfungen durch. Was soll er Dozent werden? Als Maurer verdient er das Doppelte. Die Arbeit ist schwerer, aber die Frühstücke auch öfter. Vielleicht hat er mal einen Drang zur Malerei. Das ist so ein Durcheinander, dass er immer einen Dummer findet, der für irgendwas Geld bezahlt, was er für Kunst hält. Überhaupt, Kunst ist nicht schlecht. Kunstdinger wäre allerdings noch besser. Hauptsache, wird kein Lehrer. Sich den ganzen Tag über andere Leute Kinder ärgern. Mit der eigenen Kinder hat man schon Ärger genug. Der Bub ist noch nicht einmal da, man hat schon Asphalt Ärger damit. Ich glaube, man lasse den Bub Politiker werden. Da braucht er nichts zu können. Die paar persönliche Verunglimpfungen, mit denen er den Wahlkampf bestreiten muss, die lernt er spielend. Spielsache muss ja auch noch kaufen. Nur jetzt muss aber da sein. Klinik. Besetzt, das ist doch nicht zu glauben. Schon wieder besetzt. Woran liegt dann das, dass das so lang dauert? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Das, vielleicht wären es Zwilling. Nur Prost. Aber für Zwilling hat das ja auch schon viel zu lang gedauert. Und wenn es das wäre, dann müsste es längst Drilling oder Vierling sein. Vierling, das gibt's ja gar nicht. Nie gehört. Aber Fünfling. Fünfling, natürlich. Neulich erst wieder. Allmächtig, vielleicht liegt das in der Luft. Das ist ja alles Quatsch, ist ja alles unmöglich. So, bei meiner Frau ist nichts unmöglich. Die anderen Leute jahrelang nichts. Mir einmal, Batsch. Das geht noch viele Fünfling. Jetzt aber. Das ist besetzt, ja. Fünfling, das muss man sich mal vorstellen. Also, viel Name haben wir ja gar nicht vorbereitet. Name, gib mir Name. Was machen wir da? Adam, Albert, Andreas,
Ambrosius, Ambrosius, Adolf. Nein, nicht, also Adolf nicht schon wieder. Aber jedenfalls all mit A. Die nächste fünf machen wir dann mit B. Das ist ja an sich ein unerhehrtes Gefühl, aber so von 5 bis 10. Buh, umgebe wir all steuerfrei. Und mir selber nimmt als einziger Vater. Jesus, ich bin ja schon dieser Schluderbetrieb von Klinik, der macht mich noch hin. Sieh schon die Schlagzeile, Fünflinge geboren, Vater im Irrenhaus. Das ist nicht so falsch gewählt, muss ich sagen noch. Besetzt, diese Klinik muss ich doch endlich mal melden. Naja, wie kann es anders sein? Ihr habt es ja nicht nötig, ihr habt hier die Anzahlung. Besetzt, das ist doch nur was. Nur mich wird ihr jetzt nicht mehr los. Jetzt wähle ich um, wann es bis morgen früh dauert. Das ist mir wurscht egal. Besetzt. Besetzt. Ja, na bitte schön. Das kann ja nicht anders sein. Besetzt. Ich will nur die Ruhe. Ich verliere die Ruhe nicht mehr. Ich verliere sie nicht mehr. Noch einmal. Das ist doch... Hallo? Ja, ist da die Klinik? Na, endlich sind Sie auch mal für die Kundschaft zu sprechen. Ja, hier ist Hesselbach. Ja, ist der Bub jetzt da? Hä? Immer noch nicht, Fräulein. Sie sagen ja immer noch nicht. Gehen Sie doch erst einmal hinauf und gucken Sie mal. Das ist ja seelische Grausamkeit, was Sie da mit mir treiben. Na, das war's letzte Mal, das garantiere ich Ihnen. Das macht ja der stärkste Mann kaputt. Wie bitte? Immer noch nicht. Ihnen fällt aber auch gar nichts Neues ein, Fräulein. Ich habe den Eindruck, das wird überhaupt nichts mehr. Jetzt kommen Sie mal bloß noch und sagen, das war bloß ein Magengeschwür. Was sagen Sie? Bleiben Sie am Apparat? Ja, ich bin ja dran. Ich bleibe die ganze Zeit am Apparat. So. Ja, ich warte, ja. Naja, das wird wieder nichts sein. Ich bin auf alles gefasst. Von nichts bis zu 5 Buchen bin ich auf alles gefasst. Was sagen Sie? Was sagt Fräulein? Eben kommt die Schwester, die Treppe runter. Ja, Fräulein, ja, ich bin ja da. Ist es da? Es ist da, Fräulein. Moment, Fräulein, sag es nichts. Ich rate. Ich will raten, was es ist, Fräulein. Ja, es sind 2 Buben, 2 stramme Buben, Fräulein. Stimmt, Fräulein? Ja, was? Ach, ein Mädchen. Ach, ein Mädchen. So, mein erster Bub ist ein Mädchen. Meine Frau muss doch immer auf der Reihe tanzen. So, bloß ein Mädchen. Bloß Mädchen. Ja, nur ja, warum dann kein Mädchen? Gewinnt er nochmal. Was haben Sie dann gegen Mädchen, Fräulein? Ist doch dieselbe Sache. Bloß noch besser. Ja, Fräulein, sagen Sie dem Mädchen, ich käme sofort und sagen Sie meiner Frau, ich wäre einverstanden, es wäre alles gut und ich hätte mich tapfer gehalten und ich hätte alles gesund überstanden.